liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende, beziehungsweise ja schon ziemlich am Ende des Wochenendes. Ich habe es leider gestern am Samstag nicht geschafft, das Video zu drehen, deswegen erst heute am Sonntag. Und das Rennen und so dauert natürlich auch immer ein Weilchen, also ja, sind wir schon eher am Ende des Wochenendes. Ja, auch meine erste Urlaubswoche ist rum und sie war durch das Wetter ein bisschen durchwachsen. Man konnte ein bisschen rausgehen, wenn es nicht gerade gegossen hat. Und wir Holz eingeschlichtet haben, ganze 3 Tonnen und dann den Ikea unsicher gemacht haben, noch so manch anderes Möbelgeschäft und ja, ich auch mal ein bisschen ausgemistet habe und umgeräumt habe und aufgeräumt habe und einfach mir dabei Zeit gelassen habe. Also es ist einfach schon sehr viel schöner, wenn man das einfach mit ja, Zeit machen kann, die einem nicht so davonläuft. Ne? Also Urlaub ist schon was Schönes und es stehen ja noch 2 Wochen vor mir an heute und auch gestern war wunderschönes Wetter. Gestern hatten wir mal so einen Wolkenbruch, wo wir echt gedacht haben, oh, es kommt gleich ein Gewitter. Hab das Bild auch mal auf Instagram gepostet, findet ihr unten in der Infobox, wenn ihr vielleicht auch da aktiv seid. Und ja, es war dann aber nicht so. Es hat dann nochmal dermaßen aufgezogen und wir hatten dann den wunderschönen Grillabend und ja, ich bin auch ein bisschen rotbraun geworden. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Ja, ansonsten bin ich definitiv im Urlaubsmodus und merke schon irgendwie, was ist 2 plus 2. Also ja, das Hirn schaltet sich langsam ab. Ich habe in dieser Woche 2 Bücher geschafft und zwar einen historischen Roman, den neuen von Marita Spang, Blut und Seide. Und ja, ist doch ein ganz schöner Wälzer, deswegen ja, ich muss es auch immer mal weglegen, dazu aber später mehr. Und dann habe ich ein Hörbuch gehört von einem mir neuen Autoren und zwar von Muso. Ich sage jetzt absichtlich mal nicht den Vornamen, weil ich bekomme den glaube ich nicht hin. 24 Stunden und ja, es war mein erster Muso und ich habe es mir über mein Audible-Abo ja, dann geholt und gerade wenn wir dann unterwegs waren und ich Beifahrer oder Hintenfahrer war, dann eben wunderbar Hörbuch gehört oder halt auch einfach so zwischendurch. Ja, das sind die beiden Bücher. Dann war ich diese Woche noch im Kino in ein ganzes halbes Jahr. Auch dazu werde ich ein bisschen was erzählen und was vielleicht so die Woche sonst noch passiert ist. Weil ich habe da noch einen Filmtipp, der diese Woche auf Sky lief und den ich auch sehr gelungen fand. Aber ich denke, wir beginnen jetzt erstmal mit den Büchern. Und zwar mit Blut und Seide von Marita Spang. Das Buch ist im November letzten Jahres im Knauer Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 9,99 € und aktuell habe ich es zum Beispiel bei Amazon als E-Book für 1,99 € in der Aktion entdeckt. Was auf jeden Fall, denke ich, vom Preis Hammer ist und man da gerne zugreifen kann, wenn man was Historisches mag. Ja, das Genre ist historisch. Wir befinden uns hier in der Zeit des grausamen Hochmittelalters, habe ich zumindest so recherchiert, von 1259 bis 1281. Und das Buch hat 824 Seiten. Marita Spang habe ich letztes Jahr das erste Buch von ihr gelesen, Hexenliebe im Februar. Und es hat mich schon sehr mitgenommen und ich wollte es aber gelesen haben, weil die Autorin dann eben auch auf der Leipziger Buchmesse war und ich mir das Buch signieren lassen wollte und eben auch 5 Sätze zu ihrem Buch sagen wollte. Und ja, das haben wir dann letztes Jahr sozusagen auch so gehalten. Und Blut und Seide habe ich dann bei einem Lovely Books Gewinnspiel gewonnen, ich glaube im Mai oder Juni, ich glaube im Mai, ich weiß es nicht mehr genau. Und vielleicht steht das drin, da sind eine eine Signierung mit drin, sogar schon im April scheinbar. Also im April hat sie es unterschrieben. Es könnte dann tatsächlich Ende April, Anfang Mai bei mir gewesen sein. Ja, Marita Spang wurde auch letztes Jahr mit dem Homer-Preis ausgestattet sozusagen, geehrt für ihr historisches Werk. Und ja, ich war einfach neugierig, was in dieser Zeit so passiert ist. Ich, wenn historische Bücher lese, sind es ja tatsächlich eher, wenn es um Adelshäuser geht. Also gerade die Tudor-Zeit hat es mir da sehr, sehr angetan. Und früher bin ich gerne noch weiter zurückgegangen, so in Richtung Cäsar, Kleopatra, Pharaonenzeiten. Das fand ich immer unglaublich spannend und interessant. So reine Historie war wirklich, glaube ich, Marita Spang so die erste, wo ich was gelesen habe. Und ich muss persönlich auch Lust haben auf was Historisches. Ich kann das nicht einfach zwischendurch einlegen und ich bin auch froh, dass ich es im Sommer gelesen habe,
denn es ist schon sehr abgründig und düster. Es geht, wie vorhin schon gesagt, um das Jahr 1259, da beginnt in etwa die Geschichte bis 1281 und wir sind in Kreuznach und sind eben im grausamen Hochmittelalter in Deutschland. Ja, ich finde allein diesen Begriff schon gruselig, ne? Ja, wir haben hier Graf Johann von Sponheim, der ist auf der Suche nach der Familie seines besten Freundes, findet aber leider nur noch seinen Sohn Simon und ja, nimmt den eben auf zu sich in die Familie. Der Rest der Familie seines Freundes hat eben die Reise nicht überstanden, was er dann leider erfahren muss. Und ja, Simon hat es also nicht sehr leicht als Junge, hat eben seine Familie verloren und wächst jetzt bei einem guten Freund seines Vaters auf, wird da aber sehr liebevoll aufgenommen, bekommt eine gute Ausbildung, wird auch in die Ritterweihe sozusagen erhält er und ja, verliebt sich dann in die liebe Christina. Christina, ein Mädchen, das zur damaligen Zeit schon sehr privilegiert war, sie konnte lesen und schreiben und war unglaublich verwöhnt. Und auch sie verliebt sich in Simon, doch es wird hier keine Liebesgeschichte zwischen den beiden geben, denn Christina ist an Heinrich versprochen, einem sehr brutalen, gefühlskalten und ungehobelten Mann. Und ja, es kann ihnen da auch keiner helfen, denn versprochene Ehen sind damals noch gang und gäbe. Und so muss Christina tatsächlich Heinrich heiraten. Und Simon, ist ein bisschen verzweifelt und stürzt sich in viele Schlachten und gerät auch so immer wieder in die Fronten der Herrschenden und erlebt da so manches, was schon sehr brutal ist, auch für sein doch relativ junges Alter. Ja, bei Christina muss ich ehrlich sagen, das fand ich schon unglaublich brutal und gewaltvoll, weil sie hat sich ihrem Ehemann im Grunde eigentlich verwehrt. Und sie ist ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, tatsächlich war sie ja anfangs sehr verwöhnt und hat das eben auch versucht, ein bisschen menschlicher zu regeln mit ihm. Doch Heinrich, ja, wie soll ich das sagen, will davon nichts hören und erzieht eben seine Frau und das in brutalster Art und Weise. Und da tat sie mir dann wirklich unglaublich leid. Die Geschichte ist inspiriert von einer Skulptur, die Marita Spang eben in Bad Kreuznach gesehen hat. Hier wird der Metzgersohn Michel dargestellt, der auch am Ende des Buches eine tragende Rolle spielt. Und dieser hat eben eine Tat getan, für was er dann eben mit dieser Skulptur geehrt wurde. Und diese Tat spielt eben auch eine Rolle in diesem Buch. Und so ist eben Marita Spang auf diese Geschichte gekommen, die sich um diese wahre Legende sozusagen, um diese wahre Geschichte spinnt. Und hier vermischt sich eben Fiktion und tatsächliche Geschichte sehr, sehr glaubhaft. Und man findet hinten eben auch ein Personenregister und ein geschichtliches Register, wo man dann eben so ein bisschen mehr erkennt, wer ist fiktiv erfunden, wem gab es wirklich und auch die Taten, was ist davon echt, was ist erfunden. Und das hat sie unglaublich gut gemacht. Also ich fand das ja schon bei Hexenliebe sehr, sehr toll, wie sie da wirklich Fiktion und das Tatsächliche gemischt hat. Und das hat Marita Spang auch hier wirklich sehr, sehr gut geschafft. Ich mochte den Spannungsaufbau, ich mochte den Tiefgang der Charaktere, wo man wirklich das Gefühl hat, man lernt diese kennen. Ich mochte die sehr bildhafte Sprache, wo man sich dann wirklich einfach gefühlt hat, als wäre man selbst in dieser Zeit, man wirklich ein Bild und ein Gefühl davon bekommen haben, wie haben die Menschen gelebt, wie hat das da ausgesehen, was haben die Menschen für Probleme gehabt, die natürlich ganz andere waren als heute. Auch sprachlich fühlt es sich historisch an, es wirkt halt ein bisschen hochgestochener, es ist ein bisschen anspruchsvoller und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, denn das bringt mich wirklich dazu, mich in dieses Buch hinein zu versetzen, mich in diese Zeit zu versetzen und dann bin eben ich die, die auf Zeitreise geht und eben zu dieser Zeit dann gelebt hat und dabei war und das finde ich persönlich sehr, sehr schön an historischen Büchern oder eben Büchern, wenn es in die Vergangenheit geht, es muss ja nicht immer historisch sein und das macht mir wirklich unglaublichen Spaß und das hat auch Marita Spang hier geschafft. Ich muss ehrlich gestehen, der einzige Kritikpunkt ist, dass es mir zu gewaltvoll war und zu brutal und ja, da klingelt's, ist aber nicht für uns. Das weiß ich schon.
Ja, dass es mir einfach zu brutal und gewaltvoll war und ich es einfach nicht alles so plastisch sehen wollte. Also vielleicht ist da auch meine Fantasie zu lebhaft, aber ich fand es unglaublich erschreckend. Es ist manchmal so, wie wenn bei Nachrichten auf Kriegsschauplätzen die Kamera voll auf irgendwas draufhält. Und so habe ich mich hier auch gefühlt, wo ich dachte, ach nee, ich will das eigentlich nicht sehen und ich will das auch nicht wissen und ich will einfach nicht. Und ich aber ja bei einem Buch nicht die Möglichkeit habe, die Augen zu schließen und die Szene geht weiter, sondern ich muss sie ja auflassen. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch Steffi, du guckst ja Game of Thrones an. Ja, da gebe ich natürlich jedem recht, aber für mich ist Game of Thrones eben einfach Fiktion und man kann denken, ja, so könnte es gewesen sein im Mittelalter, wenn sich George R. R. Martin daran hat inspirieren lassen und die Welt ist brutal, das ist gar keine Frage. Aber ich will einfach für mich selbst wissen, ob ich das sehen will oder nicht. Und da das hier eben diese Mischung aus Fiktion und Echten und sich das einfach so echt auch angefühlt hat, fand ich das unglaublich gruselig. Also das war mir tatsächlich manchmal eine Spur zu viel, wo ich dachte, ja, so ein bisschen weniger Brutalität hätte mir persönlich besser gefallen. Also das ist so mein Kritikpunkt, dass ich es eben nicht ganz so blutig mag und nicht so grausam mag. Und gerade wie hier die Erziehung von Heinrich an Christina und auch die Schlachten, das ist schon immer sehr brutal gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich über Seiten hinweg so immer lesen möchte. Also das ist mein Kritikpunkt. Ansonsten für alle, die vielleicht nicht so zart beseitet sind wie ich, die eben auch nichts gegen diese Art von historischen Büchern haben, ist das eine absolute Empfehlung, weil die Geschichte, die Handlung, was darin passiert und die Charaktere wirklich ganz, ganz toll dargestellt werden, sehr tiefgründig sind und wirklich auch Spaß gemacht hat. Also ich musste, wie vorhin schon mal gesagt, das Buch immer mal weglegen, wenn es mir zu brutal wurde. Fand ich schade, weil es war halt spannend, aber ich musste das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal verdauen und erstmal runterkommen. Und aber sonst, also es ist ein tolles Buch, es ist eine tolle Zeit, in der sie spielt und es hat wirklich Spaß gemacht, immer Ritterspang da zu folgen, mitzugehen. Ja, daher so eine Empfehlung auf jeden Fall für alle, die vielleicht keine Angst vor der Brutalität dieser Zeit haben. Und weiter geht es dann mit einem Hörbuch, das ich mir über mein Audible-Abo geholt habe. Und zwar 24 Stunden von Musso. Ich blende es auf jeden Fall mal ein. Das neue Buch von ihm, was mich tatsächlich so auf den ersten Blick total angesprochen hat. Es ist mein erster Musso und ich war sehr neugierig. Es gibt ja sehr viele, die sehr begeistert von ihm sind. Und ich war sehr, sehr gespannt, ja, wie mir sein Werk, wie mir sein Stil gefallen wird. Das Buch ist erschienen am 1. Juni diesen Jahres im Pendo Verlag, hat 384 Seiten, so habe ich es auch für meine Statistik gewertet. Und das Hörbuch war ungekürzt und hat 7 Stunden und 12 Minuten gedauert. Das Buch selbst ist für 16,99 erhältlich, das E-Book für 12,99 und das Hörbuch wäre für 15,99 erhältlich. Und der Sprecher ist Richard Barenberg, den Namen habe ich mir jetzt extra mal aufgeschrieben. Mir hat er vorher nicht viel gesagt, aber ich möchte schon mal sagen, der Sprecher, der hat das wirklich unglaublich toll gemacht und es hat sich nicht einfach angehört wie ein Hörbuch, sondern er hat wirklich ganz viel unterschiedliche Emotionen in seine Stimme, in sein Hörspiel sozusagen gelegt und ich fand das ganz, ganz toll. Also den Sprecher fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen. Mir persönlich war natürlich wieder eine Spur zu langsam. Bei Audible kann man ja ein bisschen schneller stellen und selbst schneller hat man seine Gefühle in den Worten gehört und mitgenommen. Also er hat das unglaublich toll gelesen und der Sprecher hat mir sehr viel Spaß gemacht, wo ich einfach sage, Mensch, vielleicht wird es dann einfach mal noch ein Hörbuch von Musso, um einfach den Sprecher noch ein bisschen zu genießen. Also den fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ja, um was geht es in 24 Stunden? Ja, wir haben hier Arthur und Arthur ist ein Arzt. Ich glaube, was war er? Notfallarzt? Ich weiß es nicht mehr. Und er erbt von seinem Vater einen Leuchtturm und bekommt aber die Anweisung, dass es einen Raum im Keller gibt, den er nicht betreten soll. Ja, was macht man natürlich, wenn einem jemand sagt, mach das nicht? Man geht natürlich hin, trifft dort auch direkt die Gegenstände, die man braucht, um diese Mauer zu öffnen und betritt diesen Raum. Und Arthur, ja, passiert etwas, was er sich gar nicht erklären kann, denn er findet sich auf einmal ein Jahr später wieder in, ich glaube, das erste Mal war es tatsächlich in einem Krankenhaus wieder und fragt sich,
wo ist die Zeit hin, was ist da passiert, ich kann mich nicht erinnern. Und er hat sozusagen verschiedenste Zeitsprünge noch vor sich und er merkt, oh, ich habe immer nur 24 Stunden in diesem Jahr Zeit. Und was passiert da so, wenn man 24 Stunden Zeit hat? Er geht auf die Suche nach seinem Großvater, der ihn in so manches Geheimnis einweiht, dieser Zeitreise sozusagen. Und er trifft dort auch auf eine wunderbare Frau, auf Lisa, die Schauspielerin ist. Und es passiert, was passieren muss. Sie verlieben sich ineinander und haben aber immer nur einen Tag im Jahr zusammen Zeit, denn er ist der Mann, der verschwindet. Und mehr gar nicht zur Geschichte, auch nicht zur Auflösung oder ob es eine gibt, sondern einfach zu dieser Idee. Also die hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich fand diesen Zeitreiseaspekt, dass jemand eben im Grunde ja gar nicht Zeitreist, das macht er nämlich nicht, sondern ihm fehlen einfach nur Tage bis zum nächsten Erscheinen, wie auch immer das passiert. Und das fand ich sehr cool. Und wie er eben in den 24 Stunden dann wieder probiert hat, herauszufinden, was die letzten Monate so passiert ist. Und wir erfahren das eben auch. Es beginnen die Kapitel zum einen mit Zitate von anderen Autoren, was ich unglaublich cool fand, was mir echt Spaß gemacht hat, das zu lesen, was mich wirklich so immer darauf eingestellt hat, was hält das nächste Kapitel bereit. Und so erfahren wir eben auch, wenn er in ein Jahr springt, ich glaube, es ist dann Anfang der 90er, oh, Kurt Cobain, Selbstmord und so weiter. Es gibt dann unterschiedlichste, wer hat gerade irgendwelche Wahlen gewonnen, wer ist gestorben, wer bekannt ist, also auch dann Lady Di und sonstiges. Und wir lesen das und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Also einmal so diesen gedanklichen Zeitsprung, den man ja selbst auch kennt und die Dinge, die da passiert sind, auch einfach kennt. Und man dachte, oh ja, tatsächlich, da kann ich mich auch dran erinnern. Und dass er das eben auch so wichtig gesehen hat. Also im Grunde auch so wichtig, ja, dass es ihm in den Nachrichten in Erinnerung geblieben sind. Und dann fand ich es aber unglaublich beängstigend und beengend, wenn ich mir vorstelle, ich habe in jedem Jahr nur 24 Stunden Zeit und das für mich eigentlich ja immer nur ein Tag vergangen ist und für alle anderen eben fast ein Jahr oder es waren auch manchmal so Sprünge von 9 Monaten, ne? Aber eben immer so, dass er in diesem Jahr eben nur einmal da war und da dachte ich schon, boah, das ist ja echt heavy. Also die Vorstellung, dass man wirklich pro Jahr, also dass man im Grunde in kürzester Zeit ein Jahrzehnt erreicht hat und es einem halt eigentlich so vorkommt wie 2 Wochen, fand ich schon unglaublich packend und spannend. Und auch der ganze Aufbau der Geschichte. Also Musso hat hier wirklich eine Spannung aufgebaut, die anfangs noch ein bisschen geplätschert ist, wo ich so dachte, wo will er hin, was wird das? Und halt dann wirklich mal drauf gewartet hat, dass es irgendwie eine Auflösung gibt oder dass einem erklärt wird, wie das zustande kam. Und Arthur selbst hat das ja oft als Strafe empfunden und sich gefragt, was er denn getan hat, damit er im Grunde so bestraft wird. Es gibt so manchen Logikfehler in der Geschichte, die mir tatsächlich aufgefallen sind, die eben sehr unlogisch waren. Also als Beispiel zum Beispiel, vergeht ja für Arthur im Grunde 3 Tage, wenn für andere 3 Jahre vergangen sind. Und er hat einen sehr engen Bezug zu seinem Großvater und er sagt halt dann auch mal irgendwie, oh, ich habe den in den letzten 3 Jahren so vermisst. Und ich denke mir so, nee, für dich sind das nur 3 Tage. Dein Großvater könnte sagen, Mensch, ich vermisse dich. Und nicht du. Also das war manchmal so. Und solche Dinge gab es öfter, wo ich dann dachte irgendwie, nee. Also das ich tatsächlich komisch fand, oder? Es passiert etwas im September und man kann dann hochrechnen, wie lange das dauert. Und dann ist aber auf einmal bei denen irgendwie schon wieder Herbst, wo ich so dachte, nee, ein halbes Jahr von September ist nicht Herbst des nächsten Jahres. Also es gab so manches Ungereimtes, wo ich dachte irgendwie, hat da kein Zweiter mal drüber gelesen, dass dem das irgendwie komisch vorkam. Also ja, man kann gegebenenfalls nur sagen, mit der Auflösung hat es dann vielleicht doch Sinn gemacht. Wobei zur Auflösung muss man einfach sagen, ich weiß es nicht. Also ich habe am Ende tatsächlich gedacht, ich habe irgendwas verpasst. Ich habe lange gebraucht, um es zu verstehen und dachte mir, ach, ich hätte lieber gar keine Auflösung gehabt. Also ich fand das Ende irgendwie nicht gelungen. Ich fand es nicht passend zur Geschichte. Und das Ende hat tatsächlich die tolle Geschichte vorher irgendwie für mich persönlich ein bisschen kaputt gemacht. Also ich mochte diese Zeitspringerei, ich mochte, was ihm passiert ist, auch wie depressiv er manchmal wurde und natürlich dann die Geschichte ein bisschen
dunkler wurde von den Gedanken, das hat mir unglaublich viel Spaß beim Lesen oder beim Hören gemacht. Aber das Ende fand ich dann persönlich eine Katastrophe. Also das wäre jetzt dann so der Punktabzug, wenn ich Punkte oder Sterne vergeben würde, weil ich das wirklich schade fand. Und ich frage mich, wieso man so eine Geschichte so in diese Richtung aufbaut, um dann zum Ende hin irgendwie einen Abzweiger zu nehmen, der sich überhaupt nicht aufgebaut hat in der Geschichte. Und das fand ich irgendwie unglaublich schade. Also das, ja, das Ende ist nicht meins. Aber ich fand wirklich den Stil unglaublich toll. Ich mochte, wie Spannung erzeugt wurde, wie die Charaktere gezeichnet wurden. Ich mochte auch manchmal, wie unlogisch und nicht rational die Charaktere gehandelt haben, weil das ist im Leben eben einfach so. Und es bleiben halt so manche Fragen auch einfach offen, was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde, denn es müssen nicht immer alle Fragen beantwortet werden. Natürlich wünscht man sich als Leser, dass alles einen Grund hat, aber es ist doch manchmal auch nicht schlecht, wenn manches so ein bisschen verborgen bleibt. Es gibt ja auch Geschichten, wo das einfach so das Ende ist. Und natürlich meckern dann viele, oh, wieso wissen wir nicht, wie das und das und das und das. Aber manchmal muss man doch den Leser auch einfach mit seinen Gedanken mal allein lassen. Und das fand ich wiederum, hier hätte mir hier tatsächlich besser gefallen. Und bei manchen Punkten ist das ja auch so. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also, wenn ihr irgendwie mal einen Leuchtturm der 24 Winde trefft, öffnet nicht unten dieses Kellerzimmer. Ja, also ich fand die Geschichte wirklich gut. Und wenn ihr Empfehlungen habt, vielleicht von Musso, und ihr sagt, hey, dieses Buch hat mir damals gut gefallen, dann schreibt mir das mal. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Autor ist, den ich ausprobieren möchte. Und nicht nur eine Geschichte, sondern wirklich mal gucken möchte, ob er mich vielleicht mit der zweiten und dritten Geschichte auch begeistern kann. Also wenn ihr Musso schon was gelesen habt und das gut fandet, dann einfach mal her mit dem Tipps. Einfach mal in die Kommentare. Und hier fliegt mir nur gerade alles weg. Und schreibt mir das einfach gerne mal. Ja, das waren auch schon die zwei Bücher der Woche. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, nur zwei Bücher. Aber von der Seitenzahl ist ja gerade das eine mit 820 Seiten. Eigentlich sind es ja schon fast 2,5 Bücher. Aber es ist Urlaub. Also Stress mache ich mir wann anders. Ich lese, wie ich Zeit und Lust habe. Und gerade mit dem Hörbuch. Man muss natürlich schon sagen, dass ein Hörbuch auch immer langsamer fremd gelesen wird, als wenn man es selbst lesen würde. Also es hat ja, glaube ich, wie viele Seiten gehabt? 384, also 400 Seiten. Also ich sag mal, ich hätte das vielleicht tatsächlich in etwas über 4 Stunden gelesen. Und hier war ich etwas über 7 beschäftigt. Wobei mit der etwas schnelleren Geschwindigkeit. Ja, na, aber das ist vollkommen egal. Lesen ist ja Hobby und Lesen ist Spaß und soll keinen Stress machen und dementsprechend ist das absolut für mich in Ordnung. Ja, dann, was gab es diese Woche noch ein bisschen zu erzählen? Ja, ich habe erstmal einen Film auf Sky angeguckt, mitten unter Tage. Ja, weil es draußen geregnet hat, was macht man anders? Entweder lesen, Sims spielen oder eben einen Film schauen. Und zwar A World Beyond. Und zwar ist das ein Film, ich glaube, aus dem letzten Jahr, wenn es nicht schon 2014 war. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Und zwar mit George Clooney. Und in dieser Geschichte geht es ein bisschen um die Menschen und ihren Hang zur Dystopie. Also ich selbst bin ja auch ein großer Dystopien-Fan. Und dieser Film zeigt uns eben, dass dieser Dystopie-Wahn, den wir eben haben, dass wir eben auf das Schlimmste warten und uns ja mit Geschichten darauf vorbereiten, dass das im Grunde so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und ich fand den Film sehr gelungen. Ich mochte nicht nur George Clooney in der Verfilmung, da hat auch der mitgemacht, der den Dr. House spielt, und die eine, ich habe es ja nicht mit Namen, die auch bei Under the Dome mitgespielt hat. Und ich fand, das war irgendwie eine sehr coole Mischung. Also ich mochte diese Idee erstmal, dass eben den Menschen eine Utopie vorgestellt wurde, eben das perfekte Leben, und wir in diese Welt eintauchen konnten, und dass aber dann die Macher diese Utopie so ein bisschen gespürt haben, ja, der Mensch will aber eigentlich ins Verzweiflung und ins Verderben gebracht werden. Es hat mich ein wenig erinnert an die Matrix, also auch wie die Macher der Matrix, also im Film, die Macher der Matrix, über die Menschen gedacht haben. Und ich mir denke, ich glaube, so unrealistisch ist das gar nicht. Ich glaube, wir Menschen machen uns unser Leben tatsächlich immer selbst schwer und duster, und das bräuchte es gar nicht. Und World Beyond hat das wirklich, also eine Welt dahinter oder parallel oder wie auch immer, fand ich wirklich gelungen. Mir hat der Film echt Spaß gemacht. Ich mochte die Idee, ich mochte die Umsetzung und ich mochte George Clooney, der hier in einer ganz anderen Rolle eigentlich mal wieder auftritt. Nicht so als der Gentleman und
den Mann, den man anhimmelt, sondern wirklich auch an als den ja schon fast innerlich Zerstörten, der eben mit dieser Welt, wie sie da kommen soll, nicht leben kann und schon so eigentlich in seinem eigenen Wahn ist und ja dann im Grunde, ja, also es gibt wunderbare Momente, wunderbare Szenen und ich fand den Film wirklich unterhaltend und er hat mich, ja, also jetzt nachhaltig geprägt, klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich liebe deswegen trotzdem noch Dystopien, auch wenn ich dem Film tatsächlich zustimmen musste, wir Menschen wappnen uns irgendwie für eine Zombie-Invasion und warten da eigentlich drauf, dabei ist genug Grausamkeit eigentlich schon da, auch ohne Zombies, ne? Also ja, es war ein guter Film, kann ich absolut empfehlen. Und dann war ich Freitag, hat sich jemand gefunden, der mich sozusagen mal ins Kino begleitet, mich alte Heulsuse, und zwar in ein ganzes halbes Jahr. Und zwar, der läuft ja seit Ende Juni in den deutschen Kinos und ich war ja sehr emotional, was das Buch betrifft. Ich bin da ja auch eine sehr starke, also ich bin einfach eine Heulsuse, das ist tatsächlich einfach so. Und ich dachte ja bei dem Film, oh Steffi, willst du dir den im Kino antun? Wir hatten, also ich hatte dann schon gesagt, also so die ersten 2-3 Wochen bekommt mich keiner ins Kino, weil dann einfach die Kinosäle zu voll sind. Und ja, Freitag hat sich dann irgendwie ergeben, dass wir einfach mal, also dass ich jemanden Liebes gefunden habe, die eigentlich auch keine Heulsuse mag und auch selbst keine isst. Und wir sind in den Film gegangen. Und ja, er hat knapp 2 Stunden gedauert, ich glaube ein bisschen weniger, hat eine Freigabe von 12. Und die Autorin selbst hat auch am Drehbuch mitgearbeitet, was ich immer sehr gut finde. Da spürt man einfach, dass noch ein Hauch Gedankengut des Autors sozusagen mit in der Geschichte drin ist. Ja, die Geschichte geht ja um Will und Lou und man erlebt eben im Film tatsächlich erst, was ist Will passiert. Er stand mitten im Leben, war erfolgreich, war ein sehr gut aussehender Mann, war sehr mutig, hat viel gewagt, ist Motorrad gefahren, von Felsen gesprungen und hatte natürlich auch dementsprechend so die ein oder andere Frau an seiner Seite. Und eines Morgens regnet es, er kann irgendwie nicht sein Motorrad nehmen, sucht sich ein Taxi und wird vom Motorrad umgefahren, hat also einen schweren Unfall und ist von da an im Grunde ja querschnittsgelähmt, im Grunde irgendwie ab etwas oberhalb des Brustkorbes. Das heißt, auch die Arme lassen sich nicht bewegen. Er kann eigentlich nur den Kopf oder die Kopf-Hals-Region bewegen, mehr nicht. Er hat noch irgendwie Kraft in den, also Bewegung in den 2 Fingern, um seinen Rollstuhl zu bedienen, aber mehr geht leider gar nicht. Und ja, seine Eltern haben schon die verschiedensten Pflegerinnen auf ihn angesetzt, die ihm eben das Leben erleichtern sollten, schön machen sollten, und haben aber gemerkt, ja, das hilft ihm nicht. Er hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Gott, Randale. Und er möchte eigentlich ja nicht mehr weiterleben und möchte sogar irgendwie in die Schweiz, um da eben dann einen ja geholfenen Suizid sozusagen machen. Also er möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Da kommt Lou ins Spiel, eine sehr quirlige, bunte, chaotische Frau, die in einem Café arbeitet in Nähe der Burg und die auch so ein bisschen sich verantwortlich fühlt für ihre Familie, dass es denen gut geht, also der Schwester mit Sohn, den Eltern. Und sie hat auch einen Freund, Patrick, der sehr süchtig ist, kann man eigentlich schon sagen. Es kam im Buch ein bisschen besser raus als im Film. Und ja, sie fängt jetzt eben bei den Trainers, bei Wills Familie sozusagen an und hat es nicht sehr leicht, ihn irgendwie als Freund zu gewinnen, denn das ist eigentlich ihre Aufgabe. Sie soll ihn irgendwie unterhalten und auch ein bisschen auf ihn aufpassen, damit er nichts Blödes tut. Und so kommt es natürlich fast, wie es kommen muss. Zwischen beiden ja, baut sich eine wunderbare Freundschaft auf. Und als dann eben auch noch Lou erfährt, ja, was da, für was sie eigentlich da ist, denn ihr bleibt eben nur ein ganzes halbes Jahr, um Will im Grunde genug Lebenswillen wieder, ja, wiederzugeben und ihm zu zeigen, wie schön die Welt sein kann. Ja, das Buch und gerade das Ende des Buches wird ja sehr unterschiedlich gesehen. Die einen, wie ich zum Beispiel, finden das Ende gelungen und auch glaubhaft und auch gut, so wie es ist. Andere wiederum fanden das Ende ja sehr kritisch, weil es eben eine Aussage auch trifft, die man nicht unbedingt verstehen kann. Und ich muss ehrlich gestehen, im Film ging es mir tatsächlich so wie diesen kritischen Stimmen. Also ich konnte die kritischen Stimmen des Ende absolut verstehen. Und ich weiß auch, dass das die Aussage des Buches jetzt nicht unbedingt die positivste ist. Und ja, ich kann es absolut verstehen, dass man das Ende nicht feiert und finde das auch absolut in Ordnung.
Für mich hatte es aber genug Emotionalität, sagt man das so? Und für mich war es einfach glaubhaft und echt. Und ich fand auch gut, dass es so geendet hat. Im Film, muss ich ehrlich gestehen, war das Ende irgendwie komisch. Also es ist das gleiche Ende. Die Geschichte des Films ist auch sehr, sehr nah am Buch. Es fehlt aber unglaublich viel Emotion. Man hat das Gefühl, man wird durch die Geschichte so im Galopp geritten. Man geht von einem Geschichtspunkt zum anderen und man hat gar keine Zeit, dass Emotionen sich aufbauen. Und das mag bei mir tatsächlich was heißen. Und ich fand das wirklich unglaublich schade. Es hat so gewirkt, wie wenn man Punkte in den Leben der beiden genommen hat und dann einfach hergegangen ist, um die abzuhaken. Und dass man einfach gesagt hat, oh, jetzt müssen wir noch da und das Ereignis ist wichtig. Und zack, 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 zack. Auch wie wichtig Lou ihre Familie war, kommt überhaupt nicht vor. Wie der Freund von Lou, Patrick, getickt hat. Der taucht 4-mal oder 5-mal im Film auf, ist immer ein mega Arschloch. Und man fragt sich so, warum? Also warum ist die mit ihm zusammen? Was hat die verbunden? Und das hat man im Buch einfach erfahren, was sie denkt, was sie an ihn hält und wieso die zusammen sind. Und dann auch, wie sich die Freundschaft zwischen Lou und Will begonnen hat, wie die sich intensiviert hat. Man hat die Gedanken von Lou einfach erlebt. Und das fehlt. Es fehlen unglaublich viele Dialoge, warum sich zwischen den beiden eine Freundschaft aufgebaut hat. Oder wie es dann im Grunde auch einfach, wie die Entscheidung am Ende dann getroffen wurde. Das fehlt. Man steht so da und denkt sich, hä? Wieso? Warum? Weshalb? Und es ging unglaublich schnell und es ist so kurzlebig. Man kann nicht in die Geschichte eintauchen, man kann nicht tief darin leben. Und man fragt sich einfach, warum? Also es, ging das wirklich so, dass ich ganz oft gedacht habe, da fehlt unglaublich viel. Und wenn ich wirklich in einem so emotionalen Thema, in einem Buch, das wirklich auch sich mit ja, so etwas Heiklem beschäftigt, dann verstehe ich es einfach nicht, warum man die Emotionen rausgelassen hat. Zu den Schauspielern, ja, es war sehr Game of Thrones-lastig, also auch überhaupt fand ich das sehr lustig, denn Emilia Clarke, die wir ja als Daenerys kennen, hat hier die Lou Clarke gespielt. Passend dazu hatte Sam Cleflin, der Will Traynor gespielt hat, die Synchronstimme von Kit Harington, der ja wiederum Jon Snow spielt, und der Vater von Will Traynor war Tywin Lannister, also ich habe es ja aufgeschrieben, Stephen Traynor wurde gespielt von Charles Dance, was ich irgendwie lustig fand. Zudem gibt es noch einen Soundtrack, der Not Today heißt, von Imagine Dragons, was ja dann wieder zu Arya und zu ihrem Tanzlehrer Syrio Forel passt. Was antworten wir dem Tode, was antworten wir, wenn der Tod heute kommt? Nicht heute, also Not Today. Und da waren so Momente, wo ich so im Kino saß und lächelte und mir dachte, aha, okay, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber nein, wir lassen natürlich Game of Thrones raus. Ja, zu der schauspielerischen Leistung, Emilia Clarke hat mir zu viel gewollt. Also was ich ja bei Game of Thrones immer bei ihr kritisiere, ist, dass sie keinerlei Mimik hat, man überhaupt keine Gefühlsregung scheinbar in ihrem Gesicht spürt und sieht. Und in diesem Film war es mir zu viel. Klar ist Lou Clarke schon ein Charakter, der auch zu viel ist, der zu bunt ist, zu schrill ist, zu verrückt ist, zu chaotisch ist, zu optimistisch fast ist. Also sie ist ja schlimmer wie ich, ne? Das mag was heißen. Und das ging mir echt auf den Keks. Also die hat auch zu viel. Ich fand ihr zu viel mit ihrem Gesicht gemacht. Ständig lag die Stirn in Falten, ständig hat sie die Augen herausgequollt und ständig kam sie so komisch lächeln. Und ich habe ihr das einfach nicht ganz abgekauft. Ich fand es einfach zu viel, das Guten. Wiederum Sam Cleflin ist ja mein persönlicher, also ja, Lieblingsschauspieler geworden, spätestens seit dem Riot Club und auch Love, Rosie, und ich mochte ihn auch schon im Panem. Er ist ja mein Finnick O'Dea, wie ich ihn mir fast vorgestellt habe, als ich die Bücher las, und ich finde, der ist einfach unglaublich auf dem Punkt. Und man muss ja sagen, er hat in diesem Film ja auch nur sein Gesicht und er legt alles in Augen, alles in den Mund, und ich fand das toll. Ich mochte sein Gesichtsspiel und man hat ihm angesehen, wann er sauer war, wann er enttäuscht war, wann er wütend war, wann er erfreut war, wann er belustigt war, und das hat er alles nur einfach mit seinem Gesicht gemacht. Und das ist für mich wirklich der perfekte Schauspieler und ich möchte unbedingt, dass der auch mal irgendwann einen Oscar bekommt. Also er muss sich jetzt mal eine ordentliche Rolle suchen, die dann eben auch Oscar-verdächtig sein könnte. Und ich fand den toll. Ich mochte das schon in Love, Rosie. Da gibt es auch eine Szene, wo sie eben eine Rede hält und man hat alles in seinem Gesicht gesehen und es ging auch die Kamera komplett auf sein Gesicht und ich fand das toll. Ich krieg doch jetzt Gänsehaut, das ist unglaublich. Und ich fand das auch in ein ganzes halbes Jahr wirklich toll. Ich fand
ihn unglaublich gut. Ich mochte auch Nathan, das ist der Physiotrainer von Will, der gespielt wird von Steve Peacock. Hat mir persönlich nichts gesagt. Ich fand auch, der hatte so ein wunderbar verschmitztes Lächeln und der hat auch, er hat es auch geschafft, Dinge zu sagen mit seiner Mimik, aber eigentlich was anderes darzustellen, beziehungsweise man hat gemerkt, er hat eigentlich was anderes gedacht, ne? Also das hat er unglaublich gut gemacht und ja, auch hervorheben möchte ich, auch wenn er nur in 4-5 Szenen dabei war, Matthew Lewis, der hat den Patrick gespielt, den Freund von Lou, und das ist ja Neville. Und das als erwachsener Mann, und er hat einfach nichts mehr von Neville aus Harry Potter. Es ist echt unglaublich, wenn man den sieht, wo man sich denkt, Wahnsinn, echt unglaublich. Und ich fand den auch sehr cool. Also der hat diese Rolle des Sportsüchtigen echt cool rübergebracht. Und ja, er ist halt, er hat jetzt keine positive Rolle, was ich auch schade fand. Ich hätte ihm das ja gegönnt. Aber ja, fand ich auf jeden Fall gut. Hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Und dann ja, Tywin Lannister, also Charles Dance. Ja, die Eltern grundsätzlich von Will hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Also die wurden auch im Film ein bisschen anders dargestellt. Aber... ja, ist halt so. Ja, also, Emilia Clarke wollte ein bisschen zu viel, Sam Claflin immer auf dem Punkt und Neville Longbottom ist auch dabei. Also dementsprechend ein bunter Cast, ein toller Soundtrack. Also ich fand durch die Musik wunderbar gewählt, perfekt in die Momente eingepasst, hat mir unglaublich gut gefallen. Nicht nur Not Today, was ja der offizielle Soundtrack zum Film ist, sondern es sind auch, glaube ich, 2 Lieder von Ed Sheeran drin. Und oh, ich liebe Ed Sheeran und damit macht man bei mir nie was verkehrt. Also ähnlich wie Adele ist Ed Sheeran das sozusagen in der Männerwelt an Gefühlvollem. Und da war, glaube ich, ich weiß nicht, also es gab 2 Szenen, wo die Musik gespielt wurde. Und ja, das... löst bei mir allein schon so viel Emotion aus. Also Musik schafft das definitiv. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, der Film. Er ist auch empfehlenswert. Es ist aber, glaube ich, kein Film, den man sehen muss im Kino. Ich denke, es reicht auch, wenn man sich den mal auf DVD anschaut oder vielleicht auf Sky. Oder wenn er mal auf Amazon Prime oder sowas ist, je nachdem, welche Plattform ihr nutzt. Ja, ich fand es aber ganz gut, dass ich ihn gesehen habe und mir einfach mein eigenes Bild so bilden konnte. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich noch ein extra Video dazu mache, aber bis das Video dann vielleicht online oder so geht, dann ist der Film vielleicht am Ende gar nicht mehr im Kino und dementsprechend spare ich mir das. Ich habe ja auch Urlaub. Ja, da nehme ich auch Urlaub ein bisschen von der Drehzeit. Jetzt gucke ich mal auf meinem Zettel, ob ich noch irgendwas habe. Oh ja, tatsächlich, ich habe mir eine Menge Exemplare gekauft, die ich jetzt natürlich nicht da habe und die ich schnell holen gehe. Ja, wir waren gestern so ein bisschen unterwegs, ein bisschen einkaufen, ein bisschen auch Shopping, bummeln, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir waren im Thomas Philips. Das ist ja so ein Restpostengeschäft, in das ich nicht unbedingt sehr gerne gehe. Gerade bei uns in der Stadt, der ist schon manchmal sehr, ja, nicht so aufgeräumt. Und Phil erzählt ja immer von den tollen Menge-Exemplaren, die er so abstaubt. Und ich dachte, Mensch, eigentlich gehst du nicht sehr gerne in diese Wühlkästen, aber guckst du dich einfach mal um. Und dann hat mich als erstes ein Buch angelächelt, das ein wirklich wunderschönes Cover hat. Und zwar Sehnsucht nach Sansibar von Michaela Jari. Ja, erschien im Goldmann Verlag, hat ursprünglich mal 10 Euro gekostet. Mich hat das Mängelexemplar 3 Euro gekostet, also 2,99. Und es geht hier, wir sind im Jahr 1888, das Tor nach Afrika wird für 3 junge Frauen zur Schwelle in ein neues Leben. Der Duft der Gewürze, der Prunk der Paläste, ein Glanz wie aus 1001 Nacht. Und ja, es geht ein bisschen um Ostafrika und ich fand es unglaublich interessant, auch was es hier unten, also es geht dann eben auch ein bisschen um Liebe und Zwiespalt zwischen orientalischem Traum und den Schatten von Sklavenhandel, blutigen Aufständen und Cholera. Und eigentlich, wenn ihr meinen Kanal länger kennt, wisst ihr, hä, Steffi? Das klingt aber gar nicht nach einem Buch für dich. Und so ist es tatsächlich. Es hat mich aber unglaublich angesprochen. Und ich glaube, es liegt einfach an meiner Urlaubsstimmung. Also, ja, mich hat echt das Cover angesprochen. Ich fand auch den Klappentext, finde ich, unglaublich interessant. Und diese Zeit und dann Afrika. Ja, da bin ich einfach dabei, ne? Also, fand ich unglaublich interessant. Durfte für 3 Euro mit. Ja, auch das nächste war ein Coverkauf. Und ich glaube, ja, ihr werdet auf jeden Fall verstehen, warum. Zeit der wilden Orchideen, Nicole C. Voseler. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ebenfalls im Goldmann Verlag. Hat
ursprünglich auch 10 Euro gekostet, habe ich gestern auch für 3 mitgenommen. Eine Insel, schön wie das Paradies. Eine junge Frau, unzähmbar wie die wilde Orchideen. Und eine Liebe, stürmisch und gewaltig wie der Ozean. Eigentlich würde ich sagen, Steffi, was ist mit dir los? Ich frage mich das auch tatsächlich selbst, weil das klingt eigentlich schon so, wo ich denke, aber ich finde es irgendwie, ich weiß auch nicht, mich spricht es gerade an. Wir sind hier in Singapur um 1840 und das Tor zu den Schätzen Asiens. Und ich bin einfach gespannt. Also ich bin total neugierig, was mich diese Geschichte, wie mir beide Geschichten eigentlich gefallen werden, die ja tatsächlich sehr historisch sind. Und ich einfach sehr, sehr neugierig bin, ob ich mit meinen 3 Euro da Schätze entdeckt habe oder mir denke, oh Gott, Steffi, guck nie wieder in so ein Mängelexemplarkastending. Phil ist im Grunde schuld, weil er immer wieder in diese Menge Exemplar-Kartons wühlt und dort wirkliche Schätze hervorholt und auch wirklich Bücher, die manchmal auf meiner Wunschliste stehen. Und das hatte ich gestern eigentlich auch gehofft, aber es sind eben 2 sehr überraschende Bücher geworden, die mich einfach angesprochen haben. Manchmal kann man es nicht erklären. Die beiden gehören einfach so dazu. Und das war es jetzt im Grunde auch schon von meiner Bücherwoche. Ich habe auch, glaube ich, wieder lange genug geplappert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich hatte auf jeden Fall Spaß diese Woche. Freue mich jetzt auf die nächsten 2 Wochen Urlaub und besonders auf die Woche. Da treffe ich nämlich die liebe Paddy und die liebe Sabrina in Regensburg. Ich mache einen kleinen Tagesausflug, das ist ja nicht so weit weg. Und freue mich auf die beiden Mädels und auf die Stadt. Und es wird auf jeden Fall ein schöner Tag. Und mal gucken, was sonst noch so diese Woche ansteht. Ich hoffe jetzt, ihr hattet ein schönes Wochenende, ihr habt noch einen schönen Sonntag vor euch und habt morgen einen guten Start in die Woche. Und danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.